das Wortfix-Team. Da steht zu Ihrer Aufmerksamkeit das Trading-Modul Trading-DOM. Das Modul findet man in der Abteilung Component im Hauptfenster von MarketWatch. Zuerst muss man die Rechnung auswählen. Ticker. Apply. Als erstes klären wir, wie man vom Trading-DOM handeln kann. Um einen Order zu senden, muss man mit der linken Maustaste auf die Spalte Bid klicken, wenn es Kauf ist, oder auf die Spalte Ask, wenn es Verkauf ist. Wenn wir Buy-Order niedriger als Marktpreis aufstellen, stellen wir dann Buy-Limit ein. Und bei höherem Preis im Vergleich zum Markt stellen wir Buy-Stop ein. Dasselbe machen wir für Sell-Order. Wenn Sell-Order höher als Marktpreis ist, ist das Sell-Limit. Wenn er niedriger ist, ist das Sell-Stop. Alle aufgestellten Orders werden in der Spalte Orders widerspiegelt. Um Order zu deaktivieren, klicken wir mit der rechten Maustaste auf die Bezeichnung des Orders. Wenn wir den Preis des bereits aufgestellten Orders wechseln wollen, klicken wir mit der linken Maustaste auf Order und ziehen wir ihn auf die benötigte Linie. Um eine Vereinbarung zu eröffnen, haben wir folgende Tasten: Buy Market und Sell Market. Cancel All storniert alle aufgestellten Aufträge. Trade Out schließt alle aufgemachten Deals und storniert alle aufgestellten Aufträge. Betrachten wir jetzt die Möglichkeit, komplizierte Aufträge zu der bereits aufgemachten Position hinzufügen. Klicken wir Buy Market, Add Bracket. Für uns erscheint das Fenster mit den Einstellungen der komplizierten Aufträge. Die komplizierten Aufträge sind sowie in Pips als auch in Prozent vom Preis und in Währung des Instruments gezeigt. Stellen wir zum Beispiel Take Profit in Größe von 40 Pips auf und Stop Loss 20. Man kann auch mehrere Take Profits aufstellen. Da muss man aber feststellen, welcher Teil von Positionen in Prozent und bei welcher Bedeutung zu schließen ist. Bei 20 Pips 1:1 zum Beispiel schließen wir die Hälfte der Position. Und die zweite Hälfte schließen wir bei 40, das heißt 2:1. Trading Stop. Wenn wir die Bedeutung von 10 aufstellen, bewegt sich Stop Loss automatisch nach dem Preis, nachdem er 10 Pips in unserer Richtung erreicht. TS Target. Trading Stop Target bestimmt, zu welchem Punkt wird sich Trading Stop bewegen. Wenn wir zum Beispiel die Bedeutung vom Trading Stop 10 auswählen und TS Target 2, bewegt sich Trading Stop beim Erreichen plus 2 Pips vom Eingangspreis nicht mehr. Also, wenn wir Stop Loss zum Break-Even nach 10 Pips aufstellen wollen, benutzen wir dann diese Möglichkeiten und aktivieren wir TS Target. In diesem Fall geht Trading Stop nicht höher als 2 Pips vom Eingangspreis. TS Start. Trading Start bestimmt die Ausgangsposition vom Trading Stop. Standardmäßig beginnt Trading Stop seine Bewegung vom Break-Even-Punkt. Wenn wir zum Beispiel die Bedeutung 2 auswählen, beginnt Trading Stop seine Bewegung nicht vom Break-Even-Punkt, sondern von plus 2 Pips in unserer Richtung. Betrachten wir ein Beispiel. Trading Stop ist 10, TS Target 20 und TS Start 5. Was bekommen wir in diesem Fall? Nachdem der Preis 10 Pips erreicht, springt Trading Stop automatisch 5 Pips vom Eingangspreis höher und bewegt sich nach dem Preis mit Abstand von 10 Pips, bis er 20 Pips vom Eingangspreis erreicht. Nun dann stoppt er. Cancel All Then storniert alle Orders, wenn Stop Loss und Take Profit oder entweder Stop Loss oder Take Profit erreicht wurde. Dieses Muster der komplizierten Aufträge kann man speichern, wenn man Save klickt, den Namen auswählt und den benötigten Moment herunterlädt. In der oberen rechten Seite
verfügt man über die Einstellungen der Bracket Orders von der Deals-Eröffnung. Aktivieren wir dieses Feld. Wählen wir die benötigten komplizierten Einstellungen aus. Enable stellen wir und klicken wir Apply. Wir sehen, dass Bracket Order jetzt aktiv ist. Diese Parallelbarung machen wir zu. Auf solche Weise werden Stop-Loss und Default bei der Eröffnung der neuen Vereinbarung automatisch aufgestellt. Unten ist Stop-Loss und oben ist Take-Profit. Klicken wir Cancel All Then, um alle Orders zu stornieren. Und jetzt gehen wir zu den Hauptspalten. Profit-Loss zeigt das potenzielle Einkommen oder Verlust für jede Preislinie. Orders widerspiegelt die aktiven Orders. Today ist das Volumenhistogramm der laufenden Trainingssession. Last Trade ist Deals-Volumen, das in den letzten 2,5 Sekunden eingehäuft wurde. Dieser Zeitraum wird in den Einstellungen eingestellt. Dazu kommen wir noch später. Das Volumen in jeder von diesen Spalten wird sich bei zwei Möglichkeiten auf 0 gesetzt. Wenn nach dem letzten Deal mehr als 2,5 Sekunden vergehen oder wenn der neue Deal erscheint. Preis wird als Spalten. Last Sell, Last Buy ist dasselbe wie Last Trade, da sind aber die Käufer und Verkäufer getrennt. Wenn man zweimal auf diese Spalte klickt, löscht man alle Daten. Flow Sell, Flow Buy widerspiegelt das gesammelte Volumen aller Deals, die mit Hilfe des Market Orders aufgemacht wurden. Das Volumen eines bestimmten Preises wird so lange einhäufen, bis der Preis dieses Niveau erreicht. Nehmen wir zum Beispiel Flow Buy. Momentan ist der Preis 4334,5 und wir sehen, dass das gesammelte Volumen Flow Buy 22 Beträge betrifft. Diese Bedeutung wird auf 0 gehen, wenn der Preis dieses Niveau erreicht und zurückkommt. Flow Sell Flow Buy hilft uns, die Aktivität der Käufer und Verkäufer auf dem Markt im konkreten Moment einzuschätzen. DOM Delta zeigt die Zahl der hinzugefügten und stornierten Anträge zu jedem Preis. Last Day, Week, Contract widerspiegeln die Histogramm voriges Tages, der laufenden Woche und des laufenden Vertrags. Delta, das ist Delta der laufenden Trading Session. Trades zeigt das Histogramm mit der Anzahl der Deals der laufenden Trading Session. Label gibt uns die Möglichkeit, die Preislinien genauso wie auf der Preisgrafik einzustellen. Und jetzt betrachten wir die Systemsteuerung. Die Taste Center zentriert die Grafik den Preis entsprechend. Wenn wir zum Beispiel DOM nach oben oder nach unten bewegen, können wir schnell zum laufenden Preis zurückgehen, wenn wir auf die Taste Center klicken. Log Trade ist für Antragsverbot verantwortlich. Wenn wir Log Trade aktivieren, können wir das Deal weder schließen noch eine neue öffnen. Auto Center zentriert automatisch die Grafik dem laufenden Preis entsprechend. In der oberen rechten Ecke können wir den Typ des Auftrags auswählen, Tagesauftrag oder GTC-Auftrag. Der Tagesauftrag wird automatisch bei der Marktschließung storniert und GTC-Auftrag wird so lange aktiviert, bis wir ihn manuell stornieren. Jetzt betrachten wir das Setup-Menü. Da haben wir Limit-Einstellungen für jede Spalte. Nehmen wir zum Beispiel das Bid-Limit. Im Feld Value wählen wir die Bedeutung aus, zum Beispiel 80. Dann bestimmen wir die Farbe der Schrift, des Hintergrundes und der Zellengrenzen. Man kann auch die Zeit der Aktivierung des Filters einstellen. Alert ist Aktivierung des Benachrichtigungstones bei der Erscheinung des ausgewählten Volumens. Repeat ist die Wiederholung des Benachrichtigungstones, bis wir ihn manuell nicht ausschalten. Den Alert kann man im Setup-Menü oder mit der Taste Ctrl-E deaktivieren. Setup Stop Local Alerts. Fokus. Wenn wir Fokus aktivieren, wird das Fenster bei der Alert-Aktivierung blinken. Es ist sehr nützlich, wenn man viele von solchen Fenstern hat.
um sofort sehen zu können, wo genau der Alert aktiviert wurde. Sound gibt uns die Möglichkeit, eigene Audiodateien zu herunterladen. Jetzt sehen wir, dass der Alert hinzugefügt wurde. Um einen anderen Alert zu aktivieren, wählen wir eine andere Bedeutung aus, zum Beispiel 90. Wählen wir eine andere Farbe aus und klicken wir New. Jetzt sehen wir den zweiten Filter. Wenn wir das aktive Limit wechseln wollen, wählen wir das Limit aus, wählen wir zum Beispiel eine andere Farbe aus und klicken wir Edit. Wir sehen jetzt die Veränderungen. Genauso wie in Bracket Orders ist es möglich, die Limit Sets zu speichern. Klicken wir Save, wählen wir den Namen aus und speichern wir die Daten. Gehen wir zum Setup-Menü zurück. Symbol Lookup ist die Funktion der Instrumentsuche. Über Stop Local Alerts haben wir schon erzählt. Desktop gibt uns die Möglichkeit, zwischen den Fenstersets umzuschalten. Haben wir zum Beispiel zwei Fenstersets, Trading Dome und Diamond Sales oder noch eine Grafik. Die Fenstersets haben verschiedene Instrumente. Also können wir zwischen diesen zwei Sets umschalten, wenn es nicht genug Platz für die beiden auf dem Bildschirm gibt. Es gibt noch ein Video mit genauer Beschreibung der Funktion Desktop. Den Link finden Sie in der Beschreibung unter dem Video. Clone Window gibt uns die Möglichkeit, dieses Fenster zu klonen. Labels ermöglicht die Niveaus einzufügen oder löschen. Mit Delta Type wählen wir den Typ des Deltas aus. Mehr Informationen dazu gibt es in einem Artikel. Den Link finden Sie in der Beschreibung unter dem Video. Dann gibt es Spezifikation des Vertrags. Hotkey zeigt die Kurzbefehle. Change Columns ist die Einstellung der Spalten. Da können wir einige Optionen löschen oder neue hinzufügen. Settings, da sind die Haupteinstellungen. Und jetzt ganz schnell zu den Möglichkeiten. Font Size, das ist die Schriftgröße. Clear Last Rate. Diese Funktion betrifft die Spalten Last Rate, Last Sell, Last Buy und zeigt die Zeit, bei der die getrennte Zelle gereinigt wird. Da haben wir 2500 Mikrosekunden oder 2,5 Sekunden. Best Bid Ask und Preis ist die Darstellung der besten Bids und Asks in DOM. Allow Row Selection ermöglicht, die bestimmten Preislinien zu markieren. Klicken wir einfach, um die Preislinie zu markieren. DOM Delta Buy. Da haben wir zwei Möglichkeiten, Self und Mirror. Self widerspiegelt die hinzugefügten und gelöschten Orders auf jedem Niveau. Mirror zeigt die Spiegelniveaus. Da wird auch der Unterschied zwischen Bids und Asks bezüglich der Spiegel- und gelöschten Niveaus gezeigt. Diese Funktion ermöglicht, die Übermacht zwischen Bids und Asks im konkreten Moment einzuschätzen. Machen wir ein Beispiel. Da ist unser Preis 4322. Bei diesem Delta beträgt der erste Ask 8 und der erste Bid 13. Wir bekommen 5. Das heißt, die Käufer haben die Übermacht. Dasselbe mit der zweiten Zeile. Ask beträgt 28 und Bid beträgt 30. Die Käufer haben mit 2 Lots die Übermacht und so weiter. Wir verfügen auch über Farbeneinstellungen. Last Price Line widerspiegelt den aktuellen Preis. Volume Text widerspiegelt das Volumen digital. Volume Histogramm widerspiegelt das Volumen Histogramm. Man kann sowie beide als auch nur eine Einstellung benutzen. Dasselbe haben wir für Delta, Bid Ask, Flow und so weiter. Today's Sideline zeigt den Preis der Eröffnung und der Schließung des laufenden Tages. Trading Settings sind die Handelseinstellungen. Confirm Order Send
ist die Bestätigung des Versandes des Orders. Confirm oder Cancel ist die Bestätigung der Absage des Orders. Show sent successful ist die Benachrichtigung des erfolgreichen Versandes des Orders. Autoclose sent fail ist automatisches Schließen der Benachrichtigung über den erfolglosen Versand des Orders. Hide account balance versteckt das Guthaben auf dem Konto. Hide open P&L versteckt die Ergebnisse der eröffneten Deals. Hide PIPS P&L versteckt die Ergebnisse in PIPS. Hide Close P&L versteckt die Ergebnisse der geschlossenen Deals. Da verfügt man auch über die Farbeneinstellungen. Hide Trading Panel versteckt das Trading Panel, wenn wir die Kursbefehle für Handel benutzen. Hide Global Lines versteckt die von anderen Grafiken kopierten Linien. Risk Management Einstellungen. Zu diesem Thema haben wir einen Artikel mit mehreren Informationen. Den Link finden Sie in der Beschreibung unter dem Video. Hide Control Panel versteckt das Systemsteuerungspanel. Stay on Top bringt das Fenster ganz oben über andere Fenster. In Independent Mode aktiviert den Fenstermodus mit unabhängigen Einstellungen. Das Fenster kann dann andere Einstellungen, Filter und angezeigte Niveaus haben. Brauchen wir zum Beispiel zwei DOMs mit demselben Instrument, aber mit verschiedenen Limits in jedem Fenster, ist dann Independent Mode nützlich. Market Replay bringt das Fenster in Market Replay Modus, um die Geschichte für Handel zu benutzen. Mehr Informationen finden Sie in anderem Video. Das wäre alles. Wenn Sie irgendwelche Fragen über unsere Plattform haben, wenden Sie sich bitte an unsere Unterstützung. Wir beraten Sie gerne. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Schönen Tag noch.